Seid gegrüßt, meine lieben Abonnenten und Gäste auf meinem Kanal. Vor, weiß nicht, 14 Tagen oder so, hatte die Moldawit ein schönes Video hochgeladen. Und zwar hat sie ihre Urban Decay Paletten gezeigt. Und ich fand das so toll und hatte ihr kommentiert, ich habe 7 Paletten und habe aber später gemerkt, ich habe 8. Ja, warte mal, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, ja. Ich habe 8 Paletten und die liebe Moldawit hat gesagt, wenn ich wieder zurück bin von meinem Ausflug, ich war ja schon jetzt wieder zwischendurch wieder weg und habe gedacht, in der Zwischenzeit, wo ich erstmal weggefahren bin und nach Hause kam, hatte ich die Zeit nicht. Dann war ich wieder weg und jetzt bin ich wieder zu Hause. Und jetzt habe ich Lust dazu, das Video zu drehen. Ich habe schon länger keins gedreht. Hat auch viele persönliche Gründe. Erstens ging es mir nicht gut, denn es ist hier viel zu viel passiert in meinem Umfeld, was sehr, sehr traurig ist. Aber das ist heute nicht mein Thema und deswegen zeige ich jetzt meine Urban Decay Paletten. Ich leg mal los mit die neueste, zeige ich zum Schluss, ja. Ich leg mal los. Also, viele von euch kennen sie und haben sie und besitzen sie und ihr lieben sie. Das ist die Naked Palette, ne? Die hier. Ich hatte die ja vorher auch von W7, den, wie sie alle sagen, Dupe. Ja, klar, der ist nicht schlecht gewesen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das kann man nicht miteinander vergleichen. Ich benutze die fleißig. Ich hoffe, man kann das sehen. Ah ja, so könnte man sehen, oder? Ich benutze die wirklich fleißig, weil ich die unheimlich gerne mag. Aber, ja, wenn ich sie nicht mehr gerne hätte, dann hätte ich sie auch nicht mehr. Ja, dass die, ich meine, die Farben brauche ich wohl nicht mehr zeigen. Die habt ihr zigtausendmal gesehen, das wäre echt Blödsinn, oder? Dann habe ich die Naked 3, die ja mehr in diesem Rosé-Tönen hin tendiert. Und die mag ich auch, hätte ich nicht gedacht. Und eben, was ich ganz toll finde, ist auch der dazugehörige Pinsel, weil ich finde, der taucht wirklich weit. Ich habe den noch hier drin. Und die Farben kennt ihr auch alle. Und die kann man mit diesem Dupe überhaupt nicht vergleichen. Die Farben von dem Dupe, also von W7, sind ja nicht schlecht. Aber man kann es eigentlich nicht unbedingt vergleichen von der Haltbarkeit her. Finde ich jedenfalls. Also ich habe die Vergleiche machen können und ich würde trotzdem immer wieder eher zu dieser greifen. Ja. Das ist eine ganz, ganz tolle, schöne, im Prinzip dezente Palette. Ja. Die mag ich sehr. Dann habe ich von der Urban Decay, das war mal wirklich eine limitierte Sache, diese Palette. Das sind so schöne kleine Reisetabletten, Tabletten. Paletten. Klar, ich verreise mal mit einer Tablette, mache ich oder so, aber ja. Das sind die Farben und Leute, die taugen auf was. Also wirklich, ich finde, man kann, ich hau die mal jetzt alle auf meine Hand, warte mal, mal gucken, so mache ich das ja. Man kann sich darauf verlassen, einfach, und da gibt es keine Probleme. Das ist ja, der helle ist ja mehr ein Topper, der glitzert ja mehr. Jetzt müsste ich mal gleich noch ein Feuchttuch nehmen. Dann habe ich noch einen hellen, den Ariel. Und da gibt es ja kein Thema, also. Und das Lila. Also das sind die Farben hier. Denke mal, nee, ich muss weiter weggehen. Und da brauchen wir nicht groß diskutieren drüber oder irgendwas. Ich hoffe, ihr könnt die Farben gut erkennen. Aber das sind die Farben und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin total damit zufrieden. Also wenn ich verreise und ich weiß, ich habe so ungefähr so eine Töne an Klamotte bei, dann nehme ich halt diese Palette und noch eine Matt-Palette, die ich euch nachher auch gleich noch zeigen werde. Ich werde mir mal schnell ein Tuch holen. Was wichtig ist, nicht mit eingecremten Händen in diese Fändchen gehen, weil dann wird die Farbe irgendwann mal knüppelhart. Oder selbst von so einem Feuchttuch
wenn man dann so das hier abwischt und dann danach gleich in der nächsten Farbe geht, bringt das ja nichts. Ah, ich habe noch einen Tipp für euch. Ich habe ja den von MAC, diesen Klapp Lidschatten, und ich muss sagen, ich fand den immer ziemlich schwach auf der Brust. Und letztens habe ich mir Alkohol aus der Apotheke geholt, habe den ganzen Lidschatten rausgepröselt in einem Eierbecher, habe ein bisschen Alkohol drauf, habe den so richtig vermuddelt, wieder rein in die Form, mit einem Kosmetiktuch richtig schön mit irgendeinem Gefäß, was die Größe hat, wieder Lidschatten aufgedrückt, schön trocknen lassen, und jetzt ist der so butterweich und jetzt kann man den so super benutzen. Jetzt bin ich auch zufrieden. Ich habe den selten benutzt, weil er einfach so schwach auf der Brust war. Jetzt geht er. Weitermachen, Judith, ich weiß. Dann habe ich diese hier noch, und das finde ich ganz toll, das fühlt sich hier richtig so samtig an, die Applikation, also jedenfalls dies hier. Und zwar ist das diese Palette. Auch eine wunderschöne Reisepalette, und die hat wieder ein bisschen andere Farben. Ist das hier? Ah, das ist auch eine Art Lila, aber das ist ein rötliches Lila mehr. Bei dem anderen war es ein richtiges Lila. Ein schöner Roséton, ein heller Ton, ein Braunton und ein Champagner-Topper. Also ich finde die auch ganz, ganz klasse, und die reicht auch manchmal aus, um die mitzunehmen, und eine Mattpalette vielleicht noch, und dann ist man super bedient damit. Ich werde die euch auf der Hand geben. Oh, das ist so ein schönes Gefühl, alleine drin zu touchen. Mal meine Fingerchen sauber machen. Was ich mal fragen wollte ist, geht ihr jetzt auch mehr raus, wo es so schön ist draußen und so? Also ich fühle mich draußen total wohl. Ich habe ja vorne im Garten und hinten im Garten ein bisschen rumgewirtschaftet, soweit wie ich konnte. Und dann bin ich ja mit Helga jetzt immer noch länger draußen. Und dann arbeite ich ja im Atelier, also und dennoch Videos drehen. Also manchmal bin ich schon abends richtig umgefallen, ne? So, und das sind jetzt die Farben aus der Palette. Ich weiß nicht, ob ich weiter rangehen soll. Oh nee, dann sieht man das ja nicht. Ich denke mal, so kann man das gut erkennen. Butterweich, die taugen wart, die sieht man. Die verblendest ratzfatz, und ja, ich bin total glücklich. Ich habe da keinen Fehler mit gemacht. Ich brauche mal noch ein Tuch. Ja, und zu diesem Set gehörte noch diese schöne Palette. So, jetzt zeige ich euch die Farben. Mmh. Oh, ich muss ja ein sachtere gehen, ich gehe ja ein schön dollere auf einmal. Oh mein Gott! Und meine Finger sind so dreckig schon. So ein Mist. Oh, den liebe ich besonders zum Verblenden und so. Ich habe mir diese Tücher bei uns aus dem Discounter geholt, die taugen nicht viel, aber den Tag werden sie wohl heute überleben. Muss ich mal anders machen? So mache ich das jetzt. So, ich drehe mal das um. Das ist die Palette. Ups. So. Und das sind die Farben. Der ist ziemlich hell hier unten, der da. Aber der ist super zum Verblenden und butterweich. Ja. Also bei Urban Decay habe ich noch kein Problem gehabt mit irgendeiner Farbe, wo ich sagte, könnte besser sein, oder oh, ist ein bisschen schwach oder so. Nee, ist es überhaupt nicht. Dieses Video wird wahrscheinlich nicht allzu lang werden, aber ich hoffe, ihr freut euch überhaupt, dass ein Video kommt. Aber die Zeit ist eben ein bisschen blöd. Jetzt drehe ich, ich glaube ich jetzt 21:45. Mein Liebling ist zur Nachtschicht und morgen kann ich nicht so rumblöken. Also habe ich gedacht, werde ich jetzt schnell noch ein Video drehen. Weil mich hat es wirklich gereizt, meine Paletten zu zeigen, weil die Molde wirklich das so gerne sehen wollte. Dann habe ich eine, und die fällt mir unheimlich gut. Und die haben auch schon viele bei euch, also entweder bei euch sind die schon, ist sie zu Hause schon gelandet, oder ihr kennt die, aber die ist echt der Burner. Die habe ich damals auf Instagram
ergattern können. Ich nehme mal den Pinsel raus und der ist auch, also der Pinsel, der taucht auch was. Ganz klasse für unterwegs. Also ich nehme die sogar mit auf Reisen. So, jetzt zeige ich euch die nochmal so. Wunderschöne Farben, ich benutze die unheimlich gerne, obwohl ich viele neue Schätzchen habe. Ja. Und ich freue mich schon, am 5. gehe ich ja wieder in die Klinik und Vorgespräch für meine OP und 14 Tage danach bin ich am Krankenhaus und dann geht es bei mir endlich weiter. Sollte ich euch Farben hiervon zeigen? Zeige ich jetzt mal auf den Finger, ja? Also nehme ich mal den, nehme ich mal erstmal den Pinsel nochmal raus. Ich nehme mal diesen schönen, ups, da, diesen Art Rotton. Och, der ist so geil, ey. Oder so rot-braun, sowas. Dann haben wir hier eine Farbe bei, wo ich am Anfang gedacht habe, das wird, also das ist bestimmt der erste Reinfall. Mit der konnte ich erst ja nicht anfangen. Und ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Ich sehe jetzt nur weiß hier, aber der schimmert in lila, violett. Also der hat alle Farben, die es überhaupt gibt. Kann man das sehen? Ich weiß es nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber der ist so schön, der jongliert wirklich ganz dolle in anderen Farben. Mag ich total gerne. Dann habe ich immer ein schönes Rosa gesucht. Das ist das hier. Obwohl ich von Chanel eins habe, von Dior, was noch schöner ist, das Rosa. Und dann nehme ich mal noch den in Grünton. Und die sind alle super pigmentiert. Ich habe wirklich kein einziges Problem damit. Hier sind auch ein paar Matte drin und schimmernde. Aber das ist wirklich jeden Cent wert. Wirklich. Einzige, was ein Nachteil ist, aber was mich nicht unbedingt stört, man sieht überall die Tatzer hier. Ne? Schlimmer wert, wenn sie total sonst so versifft wäre. Ja, aber da achte ich drauf, weil ich mag es überhaupt nicht. Ich mag es auch nicht, wenn eine Foundation-Flasche irgendwie da lauter Krempel ist, also alles verschmiert ist und der Deckel verschmiert ist. Das mag ich nicht. Nee, das muss bei mir sauber sein. Jetzt muss ich mal einen Schluck trinken. Ich weiß, viele mögen das nicht, wenn wir trinken beim Videodrehen, aber ihr könnt euch das gerne vorstellen, warum, wenn wir Videos drehen, dass man da unheimlich durchspricht. Ja, Prost. Apfelschorle für Newton Stuhlgang. So, dann habe ich die, die auch ich selber schon ganz viel im Video gesehen habe bei anderen. Und das ist auch wert. Ich habe diese hier, die Matte. Und die ist überall, wo ich hinfahre, ist die immer dabei. Immer. Also ich habe jetzt mittlerweile so, oh mein Gott! Zeig mir erstmal eine schöne Schrammerin hier. Die werde ich jetzt wegzaubern. Ja, so. Voll mit dem Fingernagel in der Farbe. Ja, zum Glück habe ich nicht so einen langen, die ich mir jetzt abgeschnitten. Aber das sieht jetzt furchtbar aus. Der Pinsel taucht auf was. Das ist total ein Chaotenvideo. Und das sind die Farben. Habt ihr bei vielen schon gesehen. Und ich benutze die auch unheimlich gerne. Die nehme ich mit und meistens irgendeine bunte noch. Und die Ele von Sleek mit den Mattfarben. Und dann bin ich bedient. Ganz tolle Sache. Ich weiß, der Preis ist relativ hoch, aber dafür ist die Qualität hoch und ich finde die rechtfertigt für den Preis. Ich muss die mal ein bisschen sauber machen, weil ich das hasse, wenn die so schmutzig ist. Weil ich finde wirklich, ich sag oftmals auch, nicht alles was teuer ist, ist gut. Aber ich muss sagen, da haut es hin. Die ist, hat ihren Preis, aber die taucht was und das geht ratzfatz. Und die bleibt aufs Auge, bis man Feierabend macht. Und ich finde die toll. Ja, das ist die. War jetzt meine 7. Und zum Schluss, und meine allerletzte, also meine neueste im Prinzip gegenüber den anderen, ist diese hier. Könnt ihr das lesen? Hier steht es unten mal irgendwie drauf. Und die ist in so einem Edwi. Edwi. Ganz klasse, ganz toll zum Verreisen. Und da hat man eigentlich schon so matte Blendetöne. Und ja, ich benutze das, man sieht das ja auch.
Und wenn es ganz eilig ist oder wirklich nur für eine Nacht, reicht die auch aus. Weil man hat da wirklich alle drinnen. Und die habe ich auch schon mitgehabt. Die hatte ich letztens zu meinem Sohn mit hin, ja. Da war ich bei meinem Sohn fürs Wochenende mit bei seiner Freundin und es war ganz, ganz klasse. So, meine Nummer 8. Pigmentierung, brauchen wir nicht drüber diskutieren, ist der Burner. Ja, das waren erstmal meine 8 Urban Decay Lidschattenpaletten, die ich auch jede einzelne auf ihre Art liebe. Ich hoffe, und das Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Das wird mal wieder ein paar kosmetische Videos, also Make-up-Videos geben. Und ich habe mir auch vorhin noch wirklich das Hundegeschirr noch zu nähen vor der Kamera. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr Lust, noch mehr Paletten zu sehen, zum Beispiel von Too Faced, was ich da habe, oder von Zoeva. Ja, und einen habe ich ja von Tarte, aber den habt ihr erst gesehen gehabt. Dann schreibt es mir in die Kommentare. Ne? Also, ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ja, und dann wünsche ich mir für euch, dass die Gesundheit euch gut freund bleibt. In diesem Sinne, glaubt mir, es gibt viel, viel Schlimmeres, als mir zuzusehen. Ciao!